Sehr geehrter Vizepräsident, meine Damen und Herren, liebe Bürger, mich erreichen täglich besorgte Kommentare, Zuschriften wie dieser hier, ich zitiere einmal, zweimal BioNTech, Schwindelattacken, habe sehr oft Kopfschmerzen und Herzrasen oder seit der dritten Impfung tut mein rechtes Bein weh, fühle mich so, ich bitte jetzt mal, Frau Dr. Uhlenhausen, ganz kurz mal. Wir sind jetzt hier beim letzten Tagesordnungspunkt und die Kollegin ist gerade dabei, die ersten 30 Sekunden ihre Ausführungen zu machen. Und ich bitte jetzt auch, wenn wir beim letzten Tagesordnungspunkt sind, jetzt hier mal etwas Ruhe einkehren zu lassen. Sie haben alle noch die Möglichkeit, in den folgenden Redebeiträgen ihre Meinung zu diesem Redebeitrag kundzutun. Das muss jetzt aber nicht sein, indem die Kollegin jetzt hier von Anfang an schon unterbrochen wird. So, bitte, Frau Dr. Uhlenhausen. Ich denke, das zeigt auch viel, wie Sie mit Äußerungen von Impfopfern umgehen, wie Sie mit Impfopfern an sich umgehen. Denn da sind ja offensichtlich Stimmen, die Sie nicht hören wollen, Leiden von Menschen, die Sie ignorieren, Schädigungen, die Sie mit Ihrer Politik wissentlich in Kauf genommen haben. Und alles viel häufiger, als uns das die Regierung weismachen wollte. Denn jetzt kommt ans Tageslicht. Die Dunkelziffer von Impfnebenwirkungen aufgrund der neuartigen mRNA-Impfstoffe ist vermutlich bis zu 40-mal häufiger, als es offiziell zugegeben wird. Vor gar nicht langer Zeit sagte unser noch Bundesgesundheitsminister Lauterbach, die Impfung wäre nebenwirkungsfrei. Dass das Unsinn ist, das war uns allen klar, aber es passte so nett ins Bild der Impfkampagne. Jetzt zeigt sich, dass sehr viele Menschen durch die Impfung zu Schaden kamen, zu ganz erheblichem Schaden. Allein das Paul-Ehrlich-Institut gibt in seinem letzten Sicherheitsbericht 116 Todesopfer an, als ursächliche Folge durch die Corona-Impfung. Das will wirklich was heißen, denn das Paul-Ehrlich-Institut ist normalerweise für seine Untererfassung und seine Abwiegelung bekannt. Und auch unsere Landesregierung hält das Märchen der sicheren Impfstoffe aufrecht, nach dem Motto, es kann nicht sein, was nicht sein darf, und verspielt so das Vertrauen der Bürger. Darum helfen wir Ihnen von der AfD auf die Sprünge. Befragen Sie endlich die Menschen zu ihrer Erfahrung mit der Impfung. Fragen Sie nach, welche Nebenwirkungen sie hatten. Und dann wissen wir, ob die Zahlen der Charité stimmen oder nicht. Ich erinnere noch einmal, die Studie der Charité fand eine Dunkelziffer um den Faktor 40. Aber das ist noch lange nicht alles, was wir wissen müssen. Wir müssen noch weitere Fragen beantworten. Wie viele Merker sind bisher tatsächlich an Covid erkrankt? Wie viele Bürger sind bis heute von Covid genesen? Die Landesregierung gibt in ihrem Lagebericht 785.000 Personen an. Doch diese Zahl trügt, dieser Schein trügt, es sind viel mehr. Denn das Robert-Koch-Institut rechnet schon mit einer Dunkelziffer von 1,7. Wie hoch die Zahl der Genesenen tatsächlich ist, die nicht durch die Corona-Statistik abgedeckt werden, erfasst werden, hängt von vielen Faktoren ab. Zum Beispiel, ob Kind oder Greis, ob Cottbusser oder Prignitzer, ob Testkapazitäten vorhanden oder nicht. Wir wissen ja von Frau Wernicke, dass zum Beispiel in der Ostprignitz kaum Testen möglich war. Wahrscheinlich ist die Dunkelziffer der Genesenen doppelt oder dreimal so hoch, aber wir brauchen keine Annahmen, wir brauchen verlässliche Daten. Darum machen Sie eine Antikörperstudie für Brandenburg, wie es zuletzt Professor Streeck im Corona-Untersuchungsausschuss angeregt hat. Wenn Sie das nicht tun, leben wir in Brandenburg weiterhin in der epidemiologischen Steinzeit, dank dieser Regierung.
Regelmäßig fordert die AfD, aus dem schwarzen Loch der Corona-Datenerfassung herauszukommen. Mit sinnvollen Studien, die eine verlässliche Datenbasis schaffen. Keiner, dem die Gesundheit und die Grundrechte der Bürger wirklich am Herzen liegen, darf sich davor verschließen. Darum appelliere ich heute an Ihre Vernunft. Bringen Sie Licht ins Corona-Datendunkel. Stimmen Sie für unseren Antrag. Vielen Dank. Also ich stelle fest, außer der AfD will keine der hier anwesenden Parteien verlässliche Daten zu den Corona-Maßnahmen finden. Sie wollen keine Zahlen haben zum Immunstatus in der Bevölkerung. Das heißt, wie viele Leute sind tatsächlich geimpft, wie viele haben tatsächlich Covid gehabt und sind genesen. Sie wollen keine verlässliche Daten zum Infektionsgeschehen im Land haben. Und sie wollen auch offensichtlich keine Daten zu den Impfnebenwirkungen. Das müssen wir einmal ganz klar festhalten. Herr Kollege Chirac, Sie haben mehrfach darum gebeten, erklärt zu bekommen, warum eine Studie zum Immunstatus der Bevölkerung notwendig ist. Und dieser Aufforderung komme ich gerne nach. Haben Sie schon mal was von einer Hintergrundimmunität gehört? Offensichtlich nicht. Sie begründen regelmäßig die Einschränkungen, die Grundrechtseinschränkungen der Bürger, die Corona-Maßnahmen mit einer angeblichen Überlastung des Gesundheitssystems, insbesondere der Intensivstationen. Und wissen Sie, welche Gruppe an Leuten so gut wie nie, also nach meiner Kenntnis sogar nie, auf der Intensivstation zu finden sind? Genesene. Genesene Leute, wenn die noch einmal mit SARS-CoV-2 infiziert sind, haben sie meistens einen milden Verlauf. Deswegen ist es so wichtig, die Dunkelziffer zu erfahren. Nehmen Sie sich die Briten zum Vorbild. Die Briten haben längst solche Antikörperstudien. Da wird Tausenden von Menschen Blut abgenommen, repräsentativ, und nachgeschaut, ob dort eine Immunität gegen das Coronavirus da ist. Und zwar sowohl durch eine Impfung als auch durch eine Erkrankung. Und jetzt raten Sie mal, was da rausgekommen ist. 99% der Briten weisen eine solche Immunität auf. Das heißt, für die Briten ist die Pandemie vorbei. Für die Brandenburger geht sie munter lustig weiter, dank dieser Regierung. Wir brauchen verlässliche Zahlen. Dieses Stochern im Datendunkel ist eine Zumutung für alle. Sie ist blamabel für unser Land. Es geht hier um nichts Geringeres als um unsere bürgerliche Freiheit, unsere Gesundheit und unsere Grundrechte. Warum wollen Sie diese Daten verhindern? Sie brauchen sie. Sie werden sie brauchen im Herbst für eine seriöse Risikobewertung. Warum wollen Sie sie nicht? Wollen Sie etwa die Corona-Willkür mit aller Macht aufrechterhalten? Wollen Sie nicht zugeben, dass bereits viele Menschen eine Immunität gegen das Coronavirus aufgebaut haben? Wollen Sie nicht zugeben, dass mit Omikron Corona letztlich zu einer saisonalen Atemwegserkrankung mutiert ist? Oder muss einfach der überzählige Impfstoff weg? Ich kann Sie noch einmal auffordern, diesem Antrag zuzustimmen. Wir brauchen insbesondere die Studie zur Seroprävalenz, das heißt zum Immunstatus in der Bevölkerung, jetzt im Sommer, nämlich dann, wenn das Infektionsgeschehen niedrig ist. Und Herr Wieder, um da noch einmal auf Sie einzugehen, diese Seroprävalenzstudien, die Sie erwähnen, vom RKI sind eben nicht repräsentativ. Sie haben die berücksichtigen keine Kinder und sie sind vor allen Dingen noch in der Delta-Welle entstanden. Sie müssen solche Studien machen, wenn solche Wellen vorbei sind, in einer Zeit mit einem niedrigen Infektionsgeschehen. Diese Studien sind auch kein Aufwand, Frau Ministerin.
wenn Sie Herrn Professor Schreck zugehört hätten. Er hat für so eine Seroprävalenzstudie lediglich 2 Wochen gebraucht, Kostenaufwand 250.000. Wenn ich allein denke, dass die Landesregierung 4,2 Millionen Euro veranschlagt hat für die 3G-Kontrollen im öffentlichen Nahverkehr, finde ich das wirklich lächerlich, sowas als Argument hier zu bringen. Stimmen Sie diesem Antrag zu, beenden Sie Ihre Verweigerungshaltung, die Bürger durchschauen das längst. Und übrigens, wenn Sie die Studie selbst nicht initiieren möchten, der Virologe Klaus Stör sammelt bereits Spendengelder für genau eine solche Studie. Das können Sie auf Twitter nachlesen. Das ist ein Experte, der hilft Ihnen gerne weiter. Abonnieren Sie unseren Kanal. Und falls unser Kanal mal gelöscht oder gesperrt wird, alle Beiträge finden Sie auch auf Telegram. Die Links sind unten in der Videobeschreibung.